Hallo liebe Minecraft-Freunde von da und fern und willkommen in einer neuen Folge Let's Play Minecraft mit mir, dem Watercave-Crafter. Ja, in der letzten Folge haben wir nicht sehr viel geschafft, aber wir haben schon mal ein bisschen was vorbereitet. Unter anderem dort oben die ganzen Fackeln positioniert, sodass der Weihnachtsmarkt auch schon mal so ein bisschen illuminiert ist, also beleuchtet. Und ich habe hier angefangen schon mit dem Brunnen, wie ihr seht. Das sollte ja dann so ein Weihnachtsbrunnen sein, Springbrunnen. Hier fehlt natürlich noch so eine kleine Fontäne. Ich will aber erstmal abwarten, ob das Wasser hier einfriert oder nicht. Ich habe hier oben, wie gesagt, Fließbewegung reingesetzt, also ganz simpel hier mit den Halbsteinen, das habt ihr gesehen. Hier habe ich jetzt einfach nur noch Cobblestone, eine Linie gezogen und einfach nur mit dem Wasser einmal hier dann zum Fließen gebracht, dass es da so runterplätschert. Ja, ich bin gespannt, ob es einfrieren wird. Wenn nicht, ist natürlich optimal. Später hätte ich ganz gerne Seelaternen dort unten noch überall angebracht. Und hier möchte ich gerne Fackeln setzen. Leider haben wir aktuell keine Kohle mehr, also müssen wir gleich mal ein bisschen farmen gehen. So, ja, hier mache ich mal den Schnee ein bisschen weg. Ich meine, das schneit ja eh und deswegen dachte ich mir mal so, ja, machen wir mal hier eine grüne Wiese, dass wir hier mal durchkommen können. Nee, hat natürlich einen anderen Grund. Ich will mir jetzt eine Schaufel machen und ich will mal gerade, nee, guck mal, siehst du, das geht. Ich will mir nicht mal eine Schaufel machen, weil... Ach, ich habe gar keinen Cobblestone mehr, sehe ich gerade, ne? Doch, hier ist noch Kabel. Das tausche ich mal eben aus. Ja, wir gehen jetzt nämlich runter ein bisschen. Und da werden wir jetzt mal gucken, dass wir uns mal ein bisschen Kohle hier mal ranholen. Ich wollte nämlich den Weg hier, wisst ihr, Leute? Den wollte ich ganz gerne mal so ein bisschen erweitern. So, machen wir das mal so hier ein bisschen. Ja, mal so dazu, da wo man da hinkommt halt, ne, habe ich mir so gedacht. So, hier muss ich dann leider so ein Ding reinmachen, weil anders geht das nicht. Ach so, das muss ja erst Gras werden. Oh, das ist immer so, ja. Nein, nein! Oh, da habe ich auch nochmal Glück gehabt hier. Ansonsten, das wäre ja sehr blöd. Guck mal, wie schnell das hier immer, ja, das ist doch furchtbar hier, Leute. So, jetzt muss ich hier ganz schnell arbeiten. So. Ansonsten hast du da wirklich sofort wieder Schnee. So. Ich weiß nicht, wie das aussieht, aber es sieht bestimmt total bescheuert aus. Oder? Ich habe keine Ahnung. So, wie sieht der Weg aus? Naja. Was ist das denn da schon wieder? Rennende Zombies. Sag mal, hat der da gerade eine Karotte? Der hat eine Karotte gedroppt, Leute. Das ist doch mal wieder nice hier. Das heißt, wir können uns auch einen Acker anbauen. Jetzt haben wir schon eine Kartoffel unten. Ja, prima. Das lohnt sich, wenn man die wegschnetzelt. So, den hätte ich ganz gerne noch. Na gut, da muss ich erst übertragen. Die Ecke stört mich auch noch. Und dann würde ich hier ganz gerne das Ganze mit Cobblestone mal so ein bisschen machen. Boah, was ist denn das da vorne für eine Monsterarmee? Ja, wir lassen uns aber gar nicht ablenken, sondern wir gehen jetzt hier wirklich direkt runter und holen uns jetzt die Kohle. Hier liegt sogar schon Kohle. Ich bin fast am Überlegen, ob wir die mal... Oh, naja, ist wieder... Da sage ich jetzt gar nichts. Ich habe ja extra Eisenspitzhacken gemacht. So, ach, guck mal einer an. Eisen, sage ich, und da kommt auch noch gleich Eisen zum Vorschein. Ja, sonst baue ich übrigens immer unterirdisch in der Ice Plains Spikes. Ich habe es ja schon zu Beginn gesagt, als wir hierher gegangen sind. Weil ich einfach die Landschaft so schön finde. Und wenn man da was reinbaut, ja, dann macht man die so ein bisschen kaputt halt, ne? Und aus dem Grund mache ich das meistens immer so, dass ich da unterirdisch baue. Aber ich will halt auch versuchen, jetzt mal ein bisschen was oberirdisch zu machen. Zumindest jetzt mal so für ein paar Folgen, sodass einfach so ein bisschen Winteratmosphäre hier mit reinkommt. Und ja, ihr seht, klappt ganz gut. Da drüben ist auch noch Kohle. Mal gucken, ob wir die einfach uns mal so holen können. Hm. Müsste möglich sein. So, jetzt gehe ich mal da lang. So, mein Gott, nee, hier, da hat er da Skills drauf hier. Da. Nein, hat er natürlich nicht. Da kommt ein Zombie an. Fräuchchen. Da, hör auf. So, genau, dann werde ich auch gleich mal die Hälfte nehmen.
oder beziehungsweise, ja doch, das können wir mal machen und investieren. Ich will nur ein bisschen auch aufheben, wie gesagt, für die Geschichte dort mit dem Ausleuchten weiter. Da werden wir noch sehr, 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 sehr viel brauchen. Ja, so, und dann erstmal hier ein bisschen mit Kohle mitnehmen hier. Die brauchen wir definitiv. Schön, und das bringt auch gleich wieder neue Levels. Prima. So soll's sein. Zack. Und ja. Super. Ja, das kommen wir auf jeden Fall, kommen wir da wieder ein Stückchen weiter mit. Ja. Das auch noch. So, dann haben wir die hier. Oh, die ist jetzt runtergefallen. Und da sehe ich übrigens noch mehr. Also ich bin ja fast gewillt, wo ich sage, wir stoppen mal kurz das Wasser. Und ich hole mir mal eben die Kohle da raus. Da habe ich jetzt gerade Bock drauf. Kann ich das hier einfach mal so stoppen? Ne, ja, das war klar. Das geht nicht so einfach. So jetzt aber. Und da komme ich ja dann ran. Weitgehend. Dann nehme ich mir die... Oh, guck mal einer an hier. Das ist ja traumhaft hier, Leute. Das ist ja traumhaft. Das mache ich später dann auch wieder zu, glaube ich. So, ich glaube, jetzt komme ich hier auch an, ne? Da wird Wasser... Ich glaube, da kommt dann Wasser. Nehme ich erstmal die untersten weg. Den können wir auch wegnehmen. Ja, ja, da kommt jetzt das Wasser rein. Boah, voll die Kohle, Alter. So, haben wir. Komm her! Okay, dann ist nur noch der hier. So. Super. So, damit müssten wir eigentlich alles haben. Jetzt können wir den ganzen Kram hier auch wieder zubauen. Ich mach's mit Erde. So. Schaufel. Eine Schaufel eigentlich, oder ist die kaputt? Ja, wir haben sogar noch eine. Super. So, damit haben wir das Kohleproblem erstmal gelöst. Ja, und nun bin ich natürlich noch fast am Überlegen, ob wir auch nochmal auf Dias gehen. Sodass wir uns da nochmal ein paar Diamanten uns vielleicht holen. Ja, ist wie gesagt auch noch so eine Sache, weil wir haben einfach keine mehr. Aber ich will das jetzt hier nicht so, dass es in so einer Farmfolge, weißt du, so ausartet. Das finde ich auch blöd. Cool, die XPs nehme ich natürlich noch mit. So, da liegen auch noch welche von dem Zombie rum. Wie viel haben wir denn jetzt? Na, das reicht erstmal. Würde ich sagen, gehen wir mal wieder nach oben. Wo war das? Wo geht's denn hier nach oben? Hier. Oh, da sehe ich auch noch mal Kohle. Das hört sich an, wie ob hier eine Monster-Armee ist irgendwie. Wie jetzt? Habe ich was verpasst? Ja, wie jetzt? Wo geht's denn jetzt hier nach oben, Leute? Hier wäre übrigens noch Eisen. Also das habe ich jetzt nicht verstanden. Wir sind da gerade runtergekommen. Eisen nehme ich mal mit. Also hier ist doch eindeutig. Also hier haben wir uns nach unten gebaut, ne? Genau. Hier hätten wir es auch. Da ist auch noch Kohle. Ja, Leute, dann nehmen wir die mit, ne? Dann nehmen wir die mit, wenn wir schon hier sind. Da sagen wir nicht Schnee zu. Prima. Sehr schön. Boah, ganze Stacken jetzt hier. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie viel wir brauchen, aber ich glaube, das reicht wirklich erstmal. Das ist eine ganze Menge hier, die wir haben. So. Da geht es nicht nach unten. So, jetzt muss ich wirklich mal überlegen hier, was das da soll hier. Es erzähl mir nicht, ich finde hier den... Ja, okay, das ist noch ersichtlich. So, dann sind wir da lang gegangen. Dann sind wir da lang gegangen. Das ist auch eine Fackel. Da. Aber wieso fehlt da jetzt? Das verstehe ich hier nicht. Habe ich nicht verstanden. So, jetzt aber. Und da oben ist schon wieder Monsterparty oder was? Nö. Geht direkt.
So, dann können wir zumindest jetzt mal hier am Brunnen unsere Fackeln positionieren. Ach, die habe ich hier drin, okay. So, dann machen wir das auch. Ich werde mal eine hier da setzen. Noch friert es nicht ein, das finde ich gut. Da setze ich die zweite. Da würde ich jetzt, glaube ich, die. Machen wir einen Abstand, zwei. Dann würde ich da die dritte sagen. Wie sieht denn das aus? Okay, da, doch, 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 doch. Das sieht ja ganz gut aus. So, eins, zwei und dann da noch eine hin. So. Mal gucken. Ja, ist soweit in Ordnung. Und jetzt hätte ich gerne Seelaternen. Die würde ich nämlich dann da unten hinsetzen. Und so ein bisschen so eine Fontäne hätte ich gerne. Naja, mal gucken. Und vor allen Dingen, was ich noch hätte, sind Hecken. Moment mal. Haben wir eine Schere gehabt? Hier ist erstmal Eisen neues. Können wir gleich mal durchschmelzen. So, da ist eine Schere. Ich hole mir mal eben da hinten so ein paar schöne. Oh, dachte gerade. Ach Mensch, da ist ja wieder Zombie-Alarm hier. Dann hole ich mir doch glatt mal so ein paar. Dank der Herr. Nehme ich hier von der Hecke ein bisschen. Na, welchen Säbeln war ab? Ich habe ja gesagt, ich würde gerne diesen Wald ein bisschen hier stehen lassen. Weil es sieht sonst so blöd aus, wenn das hier alles so kahl ist. Deswegen, ja, nehme ich da jetzt mal hier einfach mal von hier so. Ja, genau. Gehen wir mal ein bisschen Wild drauf. So. Also ein bisschen, dass wir da was haben. Wie viel haben wir da jetzt? 23, okay, das ist nicht sehr viel. So, Holz können wir ja auch noch mal bei der Gelegenheit gleich mal mitnehmen. Bietet sich ja dann quasi an. So. Okay. Holz nehmen wir dann auch mit. So. Dann können wir da auch noch mal weiterbauen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir da noch was hatten. Ich nehme es jetzt einfach mal mit. So, das nehmen wir auch noch mit. Den Baum nehmen wir mit. Dass wir auch erstmal wieder ein bisschen Holz haben, wo wir schon mal hier im Wald sind, ne? So, der Rest, der ist mir egal. Was ist hier los? Den nehmen wir auch noch mal eben mit. Verbrauchen wir das ruhig mal. Was wir haben, haben wir. Okay. Zack. Okay, und hier ist sogar noch der Stamm. So, gut, gut. Ab, gehen wir ab, gehen wir ab. Das nehmen wir noch mit. Wo ist unser Tannenbaum? Da, also da lang. Farbstoff haben wir ja schon. Habt ihr ja gesehen, hatten wir ja schon ziemlich einer der ersten Folgen hier gemacht. Hallo Schneehase. So. Da bin ich mal gespannt. Und zwar werde ich da jetzt mal noch eine Hecke rüberziehen. Das sieht bestimmt cool aus. So. Ich glaube, die schneiden auch ein. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, aber müsste theoretisch so sein. Und zwar an dem Brunnen dachte ich mir das so, dass man dann da wirklich hier so eine schöne, also von hier an wirklich dann so eine Hecke da nochmal setzt. Ja, die dann vielleicht auch durchaus hier so, genau. Ja, also so. So. Und so. Naja, gut, das ist ja was anderes. So, zeige ich mal her. Okay, das hat doch schon mal wieder so ein bisschen so dieses. Ja. Das ist in Ordnung. So, zwei, drei. Okay, dann fehlt da nur eins. So, jetzt aber. Gut, genau. Dann kann man dann schön hier lang gehen. Jetzt gucke ich gerade mal nach. Und ich würde sagen. Das könnte man auch als Weg machen. Also so. Ja. So ein bisschen, dass man da auch ran kann. So, das wollten wir ja auch als Weg machen. Ja, das sieht jetzt noch ein bisschen wüst aus, aber im Endeffekt ist das schon nicht schlecht. So. Gut, schon wieder kaputt.
Hier irgendwelche Zombies in der Nähe, oder? Gut, so, dann haben wir das auch schon wieder erledigt. Perfekt. Also einfrieren scheint das nicht mehr zu tun. Das ist schön. Wenn du reinfällst, hast du allerdings ein Problem, kommst du nicht mehr raus. Könnte man ja so ein Bötchen da noch mit reinsetzen oder so. Wäre vielleicht eine lustige Sache. Wenn wir da ein Boot reinsetzen, aber irgendwie, nee, oder? Weiß nicht. Also ich finde ja so ein Springbrunnen schöner. Lass ich mir noch was einfallen. So. Gut, jetzt haben wir Holz mitgenommen, glaube ich. Exakt. So, dann gucken wir uns mal an, wo wir die nächste Hütte hinsetzen. Gehen wir mal hier nach oben. So. Hier ist ja unser Weihnachtsmarkt schon. Hier, Gott sei Dank, was gibt's hier? Glühwein. So, dann brauchen wir noch irgendwas zu futtern. Da gibt's die typischen Asiaten halt, ne? Würde ich sagen, den stellen wir mal hier auf. Oder? Ja, den stellen wir mal da auf. So. Reicht das so von der Höhe? Ich glaube schon. Zack. Und zack. So. Ja, wie viel haben wir da Platz gelassen? Kann man ruhig, oder? So müsste doch eigentlich ausreichend sein am Platz. So. Ja. Den Rest, der wird ja aus anderem Holz gemacht. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir das... Ah, jetzt hätte ich gerne Silk Touch, aber gut. So. Wie war das? Da kommt Fenster, das heißt, da muss jetzt hier so ein Ding rein. Zack. Da kommt dann auch noch einer hin. Hier hinten kommen diese anderen Teile. Ja, ups. So, und dann haben wir nämlich auch schon den zweiten Stand aufgebaut. Das ist super. So, jetzt hier nochmal. Zack, zack, zack. Jetzt hier, zack, zack. Ach, jetzt haben wir wieder keine mehr. So, das ist immer ärgerlich, Leute. Das ist immer verdammt ärgerlich. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir da noch welche haben. Vorsicht, nicht in den Brunnen reinplumpsen. Das wäre... Oder warte mal, ich habe eine Idee. Kann man das jetzt nicht hier oben eigentlich auch noch mit den Dingern machen? Müsste doch klappen. Ja, guck mal. Das sieht ja noch geiler aus. Dann ist das hier so ein Absatz. Wie, was nur los? Wieso kann ich... Achso, das war... Kopf gestoßen an der Eisscholle. Ist auch nicht schlecht. So. Siehste? Dann hat das Ganze noch so einen Absatz hier. Aber nimm das mal weg da. So, da natürlich auch noch. Jetzt kann man nämlich schön... Ja, na, wenn das nichts ist, Leute, hier, oder? Dann ist das so richtig so... Ist das schon fast so parkmäßig, oder? So ein Schlossteich oder so. So, ich wollte schauen, ob ich ein bisschen Holz noch habe. Ja, haben wir. Na gut, einmal Fichtenholz. Und hier neunmal. Zack, das heben wir mal auf. Ich glaube, ich brauche gleich mal eine neue Kiste. Und hier Fichtenholzbretter. Ist da Glas auch noch drin? Ja, brauche ich nämlich auch noch. Glas, ganz Inventory ist schon wieder verstopft. So, ja, das geht schnell hier. Also das werde ich vielleicht sogar off-cam machen. Hier diese Dinger hier bauen, diese Hütten. Weil das ist ja nun wirklich hier ratzfatz fertig hier. So, dann machen wir eben nochmal so ein Teil darauf da. So, und da ist schon eins. Hier kommen die Dinger ran. Wie haben wir das da hinten gemacht? Da haben wir auch zwei gemacht, genau. So, dann kommen die hier. Ne? Zack, zack, zack. Das geht jetzt weg. Da würde jetzt normalerweise eigentlich... Gut, das kommt hier weg. Da kommt jetzt nämlich Glas rein. Blub. Auf der anderen Seite... Ja, da ist jetzt da. Das brauchen wir wohl nicht. So, da kommt eine Fackel hin. Genau. Unten hatten wir, glaube ich, zwei Fackeln jeweils. Richtig. Da eine und da eine. Oh, der Typ, der steht hier mitten auf dem Eis. Ob das so gesund ist? Hm. So, da kommt der rote Teppich und da kommen die Slabs hin. Haben wir Slabs noch? Lalalalala. Und irgendwie fehlt hier eine Stufe, glaube ich. Das wäre cool, wenn jetzt hier so eine Stufe wäre. Vielleicht baue ich mir mal eben noch eine Stufe. Die Zeit haben wir noch. So, voll die kreative Folge heute hier. So, machen wir mal eben so. Was ist das denn? Das muss weg. Das muss weg. So, nehmen wir mal eben die Stufe dahin. Dann haben wir das auch schon erledigt. Die Stufe zum Weihnachtsmarkt. Ja, süße. Perfekt. So sieht das gut aus. Da setzen wir uns gleich mal noch hin. Da möchte ich nämlich gerne noch mehr machen wollen, aber aus anderen Steinen, nämlich aus diesen hier.
Zack. Okay. Ich sehe schon, wo das hinführt. Nämlich dorthin. Zack. So. Und zwar machen wir jetzt Folgendes. Die sieht nicht so komisch aus. Ist das eine optische Täuschung oder? Ach so, weil das Schnee ist. Deswegen, ja, so eine optische Täuschung. So, und da möchte ich gerne... Naja, nimm die mal da. Oh, oh. Wird ja immer weniger hier. So, haben wir Slaps da drin? Was, nur einen einzigen? Das ist ja auch wieder nett. So, stelle ich mir mal gleich ein paar mehr her. Okay. Ja, Schaufeln mache ich auch gleich, weil dann will ich hier auch so einen Weg bauen. Ihr ahnt schon, in welche Richtung das Ganze gehen wird. So, und jetzt setzen wir die... Wie haben wir das gemacht? Haben wir die oben raufgesetzt? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Ne, die haben wir vorne raufgesetzt. Also ganz normal enden die quasi hier. So, und so. So, und das haben wir ja vorne durchgezogen. Also da. Da, da, da. So, und damit ist das Ding auch fertig. Da, rot fehlt noch. Hier dieser rote Teppich. Den brauchen wir noch und dann haben wir den nächsten Stand nämlich schon fertig. Ja? Guck mal, da kommt dann schön Schnee rauf. Das sieht dann richtig cool aus. Ja, das sieht jetzt hier ein bisschen doof aus. Sehe ich ein. Deswegen nehmen wir es weg. So. Okay. Jetzt fehlt ja nur noch das rote Zeug hier, der Teppich. Und dann ist das perfekt. Und dann stellen wir dann irgendwie, müssen wir da Villager reinstellen. Mal gucken, ob uns das gelingt. So, jetzt brauche ich aber erstmal ein Crafting Table. Weil ich brauche erstmal eine neue Schippe. So. Gib mir mal eine Schippe. Am besten, ich mache mir gleich zwei, weil das ist ja hier furchtbar hier. So. Noch eine. Irgendwie verstopft auch gerade völlig das Inventory. Wir müssen gleich mal ein bisschen sortieren. So. Das nehme ich jetzt mal weg. Und es bekommt die ganze Sache. Warte mal, das brauche ich nicht, weil da will ich was hinsetzen. Wobei, doch, das brauche ich. Das ist ja natürlich wieder... Okay, auf der anderen Seite. So. Okay. Ja, okay, gut, das funktioniert. So, hier geht der Weg ja dann logischerweise weiter. Was weiß ich, in welche Richtung. Ist ja auch erstmal irrelevant. Genau. Das heißt, als nächstes brauche ich diese Teile hier. Die hätte ich gerne. So. Ich mache das mal hier so. So. So, jetzt fehlen die schon wieder, ja. So, dann machen wir das nämlich hier. Dann kann man da schön lang gehen. Genau. So, jetzt machen wir jetzt mal schöne Landschaft hier. Also richtig schöne Winterlandschaft aufbauen. Oh, da sind noch 64. Da ist noch ein Stacken. Prima. Boah, Leute, ey, wir sind hier total verstopft. Merkt ihr das? Das ist ja nicht gut. Warte mal, wir müssen uns irgendwie ein Lager bauen. Irgendwie, wo wir irgendwas irgendwie reinpacken können. Ich bin gerade völlig überfordert hier. Das ist alles durcheinander. Da komme ich ja wirklich immer nicht klar hier. Warte mal. Dann mache ich mal hier einfach... Ach, das geht ja nicht. Aber was geht, ist doch da oben, oder? So, das geht. So, pass auf, jetzt machen wir mal den ganzen Schneegedöns. Das packe ich jetzt mal da rein. Nee, das nicht. Was? Ich glaube, wir wurden gerade gesprengt. Ich werd bekloppt. Haben wir aber Schweine gehabt, oder? Ich hab den ja nicht gehört, ey. Oh, krasse Scheiße. Voll der Creeper, ey. So, können wir Terraforming betreiben. Hier sieht wieder aus wie nach einem Atomkrieg. Haben wir aber Glück gehabt, dass wir nicht mit in die Luft geflogen sind. So, wir machen das nur oberflächlich, weil...
So. So, so, so. So. Naja, da müssen wir mal gucken, was wir machen. So, naja, vielleicht auch noch mal demnächst mal ein bisschen einzäunen oder so. So, ich fange jetzt gar nicht an, hier großartig da rum zu experimentieren. Wir nehmen jetzt wirklich alles, was Schnee ist, da oben rein. Was ist das hier, Schnee? Ist hier noch mehr Schnee? Nee, erstmal nicht. Gut. Dann machen wir da oben erstmal so eine Schneekiste. Weitgehend mal sortieren. Wobei, das sieht hier irgendwie doof aus. Das mag ich immer nicht. Dann machen wir das mal so. So vielleicht. So, also da können wir uns auf jeden Fall nochmal Schneegolems machen, aber die scheinen nicht sehr viel auszuhalten. Also da war ich gerade eben auch ein bisschen überrascht, weil ich dachte, die verkraften ein bisschen mehr, ne? So, Schneeaktionen. So, was ist hier noch? Also das ist zum Beispiel ein schöner Kontrast, den können wir da mal noch so mit reinsetzen erstmal. Also alles, was hier mit so einem Zeug zu tun hat, kann da mit rein. Ist da noch mehr? Nee. Dann setzen wir das dann nochmal mit zu. So, okay. Was haben wir da jetzt hier? Steine und so ein Zeug. Warte mal, pack das mal hier rüber. Das sind so Monster-Drops. Dann machen wir mal Steine hier hin. Zack. Erde können wir hier reinpacken. Monster-Drops. Erze ist wichtig. Nehme ich mal damit hin. Hier ist wieder so ein Spezialstein. Ah, das ist immer ein bisschen Holz. Und hier ist das hier. Farbstoff. Also das heißt, das nächste, was wir brauchen, wenn ich das jetzt richtig sehe, weil wir wollten ja Teppich herstellen. Warte mal, wie war das jetzt nochmal? Mit der roten Wolle? So. Okay. Achso, das waren zwei. So, dann haben wir sechs. Dann haben wir jetzt neun. Gut, dann haben wir da schon mal ein bisschen Ordnung geschaffen. Das sieht jetzt zwar auch nicht so viel nach Ordnung aus, aber immerhin besser als nichts. So, einmal rote Wolle haben wir noch. Physiklich können wir Weihnachtsmann bauen. Was ist denn jetzt hier eigentlich mit meinen Steinen los? Aber Freunde, die Folge ist auch schon wieder gleich vorbei. Oder die ist schon vorbei. Hier ist Eisen drin. So, da sind die Steine. So, dann kann ich nämlich eben noch mal kurz den Weg fertig bauen. Das ist gut. Ja, Freundchen, ich hab dich genau gehört, du. Renne! Also so stark ist das Schwert, ehrlich gesagt, gar nicht. Ich dachte jetzt auch so, okay, das ist jetzt noch ein bisschen... Ja, ich meine, da ist immerhin Sharpness drauf, also... Nur gut. So... Naja, das ist natürlich wieder mal völlig suboptimal. Dann setzt es mal so da drunter, dann sieht es vielleicht... Was ist denn hier los? Freundchen. Na komm vor, du. Ich zünd dich an. Es hat sich verkrümmelt, habt ihr gesehen? Boah, Leute, gefährlich immer hier. Richtig gefährlich immer. So, gut, Knut. Aber wir haben jetzt unseren Teppich, oder? Ja. So, und den können wir jetzt natürlich setzen. Und zwar direkt darauf. Direkt darauf. So. Wird immer abgelenkt hier. So, jetzt haben wir das auch fertig. Perfekt. Ja, Leute, die Folge ist schon wieder vorbei. Wir haben einiges geschafft in dieser Folge. Das ist prima. Der Weg ist fertig, die Treppen sind fertig, der Brunnen ist fertig, zweite Häuschen steht. Ja, was es da gibt, wahrscheinlich Bratwurst oder was, müssen wir mal gucken. Die Öfen steht und wir haben eine neue Kiste. Also, es wird langsam weihnachtmarktlich. So, jetzt stelle ich mich hier rein, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.